Servus! Grüß dich, meine Freunde, hier im nächsten Unboxing-Video. Und zwar heute wieder ein Special-Figuren-Unboxing. Und zwar zu der neuen Ganyu von Genshin Impact. Die 1 zu 7er Scale-Figur. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein! Jawohl, und hier sind nochmal meine neue Ganyu-Figur. Aus Genshin Impact, die kleine, süße Kryo-Halbquillen-Adeptin von Morax. Und da würde ich sagen, hier haben wir sie nochmal auf der Rückseite. Wenn ihr sie bei Fuyuko vorbestellt habt, beziehungsweise allgemein, bekommt ihr dieses schöne Clear-File dazu an der Stelle, falls es euch interessiert. Ich wollte es einfach mal kurz zeigen. Ja, wie gesagt, bei Fuyuko Online Shop bekommt ihr die Ganyu, wenn ihr schnell seid, eventuell noch. Denn die ist, glaube ich, ziemlich begehrt. Ich habe mein Exemplar zum Glück vorbestellt und ja, ich würde sagen, wir machen sie, wie gesagt, direkt auf. Schaut an der Stelle gerne da im Online-Shop vorbei. Denn da muss ich ehrlich sagen, bekomme ich meine Figuren aktuell immer ganz fair und zu ehrlichen Preisen. Und ja, das wollte ich jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen. Vor allem bei der Ganyu ist es wichtig. Da haben wir ja auch schon längere Zeit drauf gewartet. Aber ich weiß gar nicht, wie ich sie drehen und wenden soll. Jetzt kriegt man sie so schön auf. Die Ganyu ist ja genauso wie die ganzen anderen Charakter von Genshin Impact eine Scale-Figur. Und die sind nicht ganz günstig, sage ich jetzt einfach mal an der Stelle. Auch wenn ich kein Genshin-Fan in dem Maße bin, dass ich sage, ich spiele das Spiel täglich, muss ich aber da trotzdem sagen, dass mir einige Charaktere einfach nur gut gefallen. Und die Generalsekretärin hier von Liu Yi Shishi, falls ich es richtig ausgesprochen habe an der Stelle, die gefällt mir von Anfang an. Und als Ganyu dann habe ich jetzt natürlich auch ein bisschen nachgelesen. Und als ich jetzt gelesen habe, dass sie im japanischen Original ja eigentlich gar nicht Ganyu heißt, das ist ja das chinesische Wort ihres Namens, heißt sie einfach Kanu. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, kein Wunder, warum ich sie so cool finde. Ja, so an der Stelle mal kurz erwähnt. So, dann machen wir hier die Klebestreifen auf. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt eigentlich schon auf die Ganyu warte. Auf jeden Fall letztes Jahr vor der Gamescom hat es die noch nicht gegeben. Da war sie, glaube ich, angekündigt. Aber jetzt haben wir sie endlich da. Ich bin mega gespannt. Aber wie gesagt, ich freue mich riesig. Hat auch schon einen Platz gehabt, bevor ich die Figur bekomme. Dann habe ich so eine kleine Ecke in meinem Wohnzimmer mit Ganyu-Sachen angefangen zu basteln. Und da dachte ich mir, das ist so eine coole Sache. So, dann erstmal hier den Kryo-Orb rausnehmen, denke ich mal, oder? Hier, doch mal so. So. Das wird nichts heute. Da haben wir da noch was. Den Standfuß. Haben wir hier die Base. Boah, die Base ist halt auch Zucker. Natürlich gibt es da auch noch ganz viele andere Genshin Impact-Figuren. Vor allem die Scale-Figuren, die kriegen wir in der Regel auch. So. Dann haben wir hier einmal den, okay, dann haben wir noch einen zweiten Standfuß. Nee, wir brauchen noch mal einen. Okay, einfach einen Ersatzstandfuß an, an der Stelle. So, dann haben wir hier so ein bisschen Folie. Und jetzt schauen wir einfach, oh, schaut sie euch an. Schön die Folie weg aus der Frisur. Und die ist halt schon... Die ist schon richtig gut verarbeitet an der Stelle. Ich kann mal hier ein bisschen mehr Licht machen oder weniger Licht, ich weiß es nicht. Schön. Jetzt muss ich noch gucken. Die Kugel kommt hier in die Handfläche. Mhm. Einfach hier. Jawohl. Einfach hier so reinschieben. Gar nicht so einfach. Ich möchte es auch nicht zerstören. Oder haben wir sie einfach hier? Einfach so? Einfach so?
dann sieht so aus, als würde sie zaubern. Ist das nicht schick? Jawohl. An der Stelle schauen wir sie uns nochmal genau an. Hier schaut einfach mal die goldenen, sieht man schlecht hier, die goldenen, ja, weiß ich nicht, Prinz. Einfach das, was sie auf ihr Strumpfhosen so drauf hat. Jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen. So, haben wir hier schön auch die Schleifen, auch übel. Absolut klasse. So, und dann haben wir sie hier natürlich noch einmal in der Top-Down-Version für euch von oben. Und ja, an der Stelle, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, mein Unboxing zur Ganyu Scale Figur in der 1:7 von Hoyo. Und ja, das wollte ich an der Stelle auch mal sagen. Und natürlich gerne schön Impact. Und ansonsten, wie gesagt, lasst mir gerne ein Like da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich mega darüber freuen. Schreibt mir gerne in den Kommentar, Deckbox, braucht ihr mehr Genshin-Merch? Dann lasst mich auf jeden Fall wissen, wie gesagt. Und ja, ansonsten, drückt einen Daumen nach oben, lasst ein Like da oder ihr macht doch einfach, was ihr wollt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.